Nachdem wir die Grundlagen der Arbeit mit R betrachtet haben, werfen wir jetzt einen Blick auf weitere Datentypen, die uns dann bei der Arbeit mit Datensätzen eine sehr große Hilfe sein werden. Und dabei werden wir auch sehen, dass R eben wirklich ein System ist, mit dem man Statistik machen kann und mit dem man Daten analysieren kann. In der Statistik haben wir nicht nur kardinale Daten, also Zahlen, Numerik wie Double und Int, sondern eben auch sehr häufig nominale Daten, wie zum Beispiel das Geschlecht unserer Personen, die wir befragt haben. Solche Daten werden in R Factor genannt. Wenn wir einmal davon ausgehen, dass wir bereits Daten im System haben, und zwar Daten, die 20 Zahlen enthalten sollten. Schauen wir mal gerade. Jawohl, Länge ist 20. Und in der wir offensichtlich das Geschlecht unserer befragten Personen einfach mit Zahlen gekennzeichnet haben. Eins für weiblich und zwei für männlich. Dann würden wir das garantiert gerne als nominale Daten verwenden, als Faktoren. Das geht relativ einfach. Wir erzeugen eine neue Variable, die wir jetzt einfach mal Geschlecht.f, f wie Faktor nennen. Und wir wandeln das Feld, was wir da oben haben. Geschlecht ist einfach ein numerisches Feld mit der Funktion Faktor in einen solchen Typ um. Dann schauen wir mal, was jetzt ausgegeben wird. Eigentlich immer noch das Gleiche. Wir sehen immer noch diese 20 Zahlen, aber wir bekommen jetzt noch eine weitere Ausgabe, nämlich Levels. Er sagt uns, okay, es sind eben die Ausprägungen 1 und 2 in diesem Feld enthalten und Ausprägungen nennt er eben Levels. Jetzt würden Sie garantiert einwenden, 1 und 2 mag zwar für eine softwaretechnische Behandlung ganz gut sein, aber wir hätten ganz gern sprechende Namen. Das geht relativ einfach. Wir vergeben einfach neue Labels, das ist eine neue Variable, die wir jetzt hier erzeugen, nehmen wir einfach Geschlecht labeled und wir wenden wieder die Faktorfunktion an, sagen, okay, nimm doch bitte diese 20 Zahlen, die wir schon ganz oben gesehen haben. Aber ich sage dir jetzt, welche Labels du verwenden sollst als Vektor, nachdem wir ja da zwei haben. Nehmen wir einfach mal W für weiblich und M für männlich. Und jetzt gibt man dieses Geschlecht.label mal aus. Und jetzt hat er aus 1 und 2 W und M gemacht. Wir können das auch nochmal abfragen, indem wir einfach die Levels von dieser neuen Variable ausgeben lassen und da steht jetzt eben W und M. Und wir können jetzt mit dieser Levels-Funktion, ich hole sie gerade nochmal zurück, das ist ja eigentlich ein Feld, sieht man schon am Charakterfeld. Und jetzt sagen wir einfach, nee, das ist mir noch zu schlecht. Ich möchte aus W weiblich und aus M möchte ich männlich machen. Und dann gibt man das hier einfach ein mit dem Vektor und erhalten das jetzt wieder. Diese Faktoren werden entweder alphabetisch sortiert oder, so wie hier in diesem Fall, in der Reihenfolge, in der wir sie angegeben haben. Auf die Labels, die wir eben eingeführt haben, das heißt auf die nominalen Daten, kommen wir nachher noch zurück und jetzt betrachten wir zuerst noch einige Datenstrukturen, wir haben schon Matrizen und Arrays betrachtet und wie wir das eben auch schon aus den Programmiersprachen kennen, eine Matrix, ein Array ist natürlich eine Zusammenfassung von Objekten, von Komponenten, die alle den gleichen Datentyp haben. Sehr häufig haben wir natürlich Datensätze, die aus Listen bestehen und die Komponenten dieser Listen haben unterschiedliche Typen, zum Beispiel die Eigenschaft weiblich, männlich, aber vielleicht auch Körpergrößen, Gewicht, Anzahlen und so etwas können wir in R in Listen
ablegen. Und das Kennwort dafür ist eben auch List. Wir erzeugen einfach mal eine. Das hat was, nachdem mir nichts Besseres einfällt, nehme ich einfach eine meiner Lieblingsserien und sage, okay, ich möchte gerne Liste, die Flintstones. Und sage, na gut, ich weiß, der Ehemann ist Fred, die Wilma ist seine Ehefrau. Jetzt weichen wir etwas vom Film ab. Wir tun mal so, als gäbe es drei Kinder. Das heißt, wir haben hier schon zwei Charaktervariablen und jetzt haben wir eben einen Integer-Variablen. Und ich kann Ihnen eine Liste auch Felder geben. Ich kann sogar wieder eine Liste von Listen machen, klar. Und sage jetzt hier in einem Integer-Vektor, okay, die drei Kinder, die haben halt das Alter 4, 7 und 9. Das machen wir das zu und geben es aus. Und jetzt sehen wir hier schön nochmal alles, was wir eingegeben haben. Und children.ages wird uns auch als Vektor ausgegeben. Eine interessante Funktion ist auch str wie Structure. Man kann nicht wissen, was da jetzt dahinter steht. Und da wird uns jetzt gesagt, na klar, das ist eben eine Liste mit vier Komponenten. Und dann werden uns diese Komponenten aufgezählt mit den Namen, die wir gerade vergeben haben, gefolgt von den Typen. Zu diesen Dollarzeichen, die für Husband, Wife und den anderen Komponenten stehen, kommen wir noch gleich. Wie greifen wir jetzt auf sowas zu? Ähnlich wie wir das auf Felder gemacht haben, nur dass wir jetzt nicht auch wieder von 1 beginnen, klar, aber zweimal eckige Klammer auf, zweimal eckige Klammer zu. Greifen wir mal gerade auf das letzte zu, das heißt auf die Altern. Und das ist jetzt wieder ein Vektor. Nachdem es ein Vektor ist, kann ich mir jetzt auch nochmal das Alter des zweiten Kindes, also die 7 Jahre, angeben. Und das machen wir mit diesen Zugriffsoperatoren. Was eigentlich aber viel praktischer ist, wir haben ja den Komponenten Namen gegeben, das hätten wir gar nicht machen müssen. Bei dem Structure und auch hier oben schon sehen wir immer Dollar Husband. Das heißt, wir hätten nämlich statt dieser umständlichen Notation hier mit diesen zwei eckigen Klammern auf und eckigen Klammern zu, hätte ich einfach sagen können Husband. Und da steht eben auch wieder Fred. Das heißt, wenn ich weiß, wie die Komponenten heißen, kann ich mit diesem Operator, mit diesem Dollar drauf zugreifen. Und das geht auch wieder auch mit der letzten. Und diesmal greifen wir auf die 7 eben so zu. Okay. Jetzt haben wir Listen eingeführt und Faktoren und wir erinnern uns, wir hatten diesen Vektor von Faktoren erzeugt aus unseren numerisch kodierten Geschlechtsmerkmalen. Hier haben wir es gerade nochmal ausgegeben und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir auch noch Messergebnisse haben, 20 Zahlen, wie die immer jetzt sind, ich habe die einfach per Zufall erzeugt. Wir überzeugen uns mal, dass das wirklich hier 20 lang ist, wenn man sich nicht ständig vertippt. Und dann passiert es auch. Okay, das heißt, die passen zusammen und damit wollen wir jetzt arbeiten. Dafür gibt es in R einen Datentyp, der Data Frames heißt oder Data Frame. Eigentlich eine Liste von Listen, also quasi eine Matrix, in der aber jede Zeile, das heißt, jede Untersuchung, jedes Ergebnis immer auch die gleichen Anzahlen von Spalten haben muss und natürlich auch die Datentypen dieser Spalten müssen übereinstimmen. Wenn man jetzt vorhin an die Flintstones denkt, könnte man natürlich auch den Herrn Geröllheimer dazu holen als eine weitere Liste und dann könnte man die natürlich in eine Matrix, eben in einen Data Frame dazu holen. Okay, das geht relativ einfach. Wir geben unserem Data Frame einen Namen, nennen das mal Datentabelle und sagen, genauso wie wir vorhin eine Liste erzeugt haben, Data.Frame und sagen jetzt, okay, pass auf, wir haben Geschlechtsmerkmale.
Wir geben wieder Namen, wenn wir sehen, das ist wieder ganz praktisch wie bei den Listen. Jetzt machen wir schon mal die runde Klammer nicht zu. Das heißt, er erkennt, die Eingabe ist noch nicht beendet. Wir haben einen anderen Prompt, nämlich das Plus. Und das nennen wir jetzt mal Messungen. Und da packen wir jetzt die Messergebnisse hinein. Okay, jetzt gucken wir mal, wie das jetzt aussieht als Data Frame. Hier sehen wir schön, wir bekommen die einzelnen Observations, wie jetzt das R auch nennt, das heißt die Zeilen, ja, und wir sehen die Namen, die wir vergeben haben beim Erzeugen. Schauen wir mal, was die Structure-Funktion sagt. Was Ähnliches, 20 Observations of two Variables, und dann sagt er uns auch, wie diese beiden Variablen heißen und was sie sind. Die erste waren gerade eben Faktoren und die zweite waren Zahlen, und wir sehen auch immer gleich die ersten paar Werte. Jetzt kann ich auf diese Datentabellen zugreifen, wie ich das bei Feldern gewohnt bin. Schauen wir mal. Das ist gerade die 20. Zeile, die Spalte 2. Und da kommt eben wieder die 3,57 heraus. Ich kann auch ganze Zeilen und Spalten wieder abfragen. Nehmen wir mal gerade die erste Spalte. Und da bekommen wir natürlich wieder einen Faktorvektor zurück, den wir natürlich jetzt hier noch haben. Aber später werden wir Data Frames aus Dateien einlesen. Dafür werden wir das hier verwenden. Und das haben wir auch schon bei den Listen verwendet. Wir können eben auch auf mit den Namen zugreifen. Das ist natürlich viel praktischer wieder mit dieser Syntax mit Namen, Dollar und eben Variablen Namen. Wenn wir jetzt relativ häufig etwas mit diesen Datentabellen machen, und dann sieht es schon so aus, als müssen wir sehr viel tippen. Wir machen mal ein Beispiel, und zwar möchte ich jetzt einen Vektor aller meiner Messungen, und zwar möchte ich aber nur die Zeilen, wo als Geschlecht weiblich steht. Okay, greifen wir also mal auf die Messungen zu. Das ist noch kein Problem. Und jetzt erzeugen wir quasi einen Indexvektor, statt jetzt eben einen einzugeben. Sage ich, okay, ich hätte es gerne als Indexvektor nur das, wo in der ersten Spalte, die haben wir ja 6 genannt, mit dem String weiblich übereinstimmt. Zack, da ist er. War ziemlich lang. Und damit wir nicht ganz so viel tippen müssen, gibt es in R eine Funktion, die heißt attach. Und es gibt auch eine Funktion, die nennt sich detach. Das ist genau das Gegenteil. Und zwar kann man einfach sagen, okay, attach Datentabelle. Ich möchte jetzt bis auf Weiteres mit dieser Variable Datentabelle arbeiten. Okay. Und ab sofort kann ich jetzt eben statt Datentabelle Dollar Messung einfach Messungen sagen. Das ist natürlich ganz praktisch. Und jetzt kann ich eben das, was wir da eben gemacht haben, viel kürzer schreiben. Und ich kriege natürlich das gleiche Ergebnis. Und wenn ich jetzt sage, okay, genug mit den Datentabellen, ich habe jetzt noch eine andere Variable, mit der ich was machen will, kann das auch übrigens mit Listen machen, wie wir das vorhin schon gehabt haben, mit den Zugriffen. Und dann sage ich Detach-Datentabelle. Und die Sache ist erledigt. Und wenn ich jetzt Messungen eingebe, und dann sagt er, nee, tut mir leid, dieses Objekt kenne ich nicht. Okay, jetzt haben wir schon Data Frames erzeugt, und was wir auch schon in Vorlesungen zur Statistik zum Beispiel kennengelernt haben, waren ganz spezielle Daten, wie zum Beispiel eine Zeitreihe, und auch das kennt R. Es gibt eine Funktion, nehmen wir mal, was wir da jetzt erzeugen, einfach mal Time oder Time Series, lassen wir es mal Time. Es gibt eine Funktion, die heißt einfach TS wie Time Series, und wir schreiben jetzt einfach mal die Zahlen von 1 bis 20, das heißt, jetzt kommt der Inhalt. Dann sagen wir, wir wollen da nämlich quasi monatsweise etwas abspeichern, also sagen wir Frequency gleich 12. Und das hatten wir schon in den Hilfetexten gesehen. Er weiß auch, wie Monatsnamen und solche Dinge gehen. Und tun wir mal so,
als würden diese Daten im Januar 1950 starten. Und wenn wir die dann ausgeben, und dann sehen wir das gerade, und er verwendet jetzt im Moment auch, weil ich das Locale nicht umgestellt habe, auch eben englische Namen. Schauen wir mal Structure von der Time, sagt er, das ist eine Time Series. Die Werte sind von 1 bis 20 und sie gehen eben ab Januar 1950. Gut, jetzt haben wir eine ganze Menge von Daten erzeugt. Hier zum Beispiel unsere Datentabelle. Wir haben eine Zeitreihe erzeugt und jetzt möchten wir das abspeichern. Wir möchten nicht die ganze Sitzung abspeichern. Das wissen wir ja schon, wie das geht. Wir haben das Arbeitsverzeichnis gesetzt und machen am Ende Safe Workspace, sondern ich möchte jetzt nur diese beiden Variablen abspeichern. Das kann er auch, und zwar in einem binären Datenformat mit der gleichen Endung, wie wir es schon für die ganzen Sitzungen hatten, nämlich RData, geht auch mit RDA. Ich habe das auch schon vorbereitet und habe in meinem Arbeitsverzeichnis einen Unterverzeichnis angelegt, was ich eben auch Daten genannt habe. Dafür gibt es die Save-Funktion. Ich sage es erstmal, welche Variablen ich da gerne abgespeichert haben möchte. Und jetzt sage ich wieder da, wie das heißt, relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis. Nenne das jetzt mal so, Klammer zu. Und es ist weg. Und jetzt mache ich mal gerade den File Explorer auf. Und hier sehen wir auch, hier ist er gerade. Und hier sehen wir auch gerade, da hatte ich vorhin schon gerade die Messergebnisse und solche Dinge abgespeichert, um Ihnen ganz am Anfang zu zeigen, wie mir die Messergebnisse und diese Informationen über über den Geschlechtsfaktor in einen Data Frame bekommen. Jetzt löschen wir mal alles. Das geht so. Das heißt, erzeugt eine Liste, die dadurch entsteht, dass ich das ls-Kommando aufrufen, machen rm-remove. Und jetzt sagt er, ls ist leer. Jetzt laden wir nämlich diese Datei wieder. Wir machen eine Variable, nennen wir die mal Daten. Und da soll das Ergebnis der Load-Funktion, das ist das Gegenstück von Save. Und jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht vertippe. Jawohl, hat funktioniert. Und Daten ist jetzt ein Charaktervektor, der die beiden Variablen, die wir gerade abgespeichert haben, enthält. Und jetzt machen wir mal ls. Und jetzt gibt es neben Daten auch Datentabelle. Genauso wie es das vorher gab. Das heißt, so können wir ganz gezielt Variablen, die wir erzeugt haben, die wir verändert haben, die wir weiter verwenden möchten, abspeichern und auch wieder zurückbekommen.